Machen wir hier Streamer Boys, drei Stück. Aber hier sind auch Wette dabei. Ne? Wollen wir schauen, ob wir das da schaffen? Ja. Okay, also heute RGB oder kein RGB? Die große Frage, die sich schon immer gestellt hat, hier auf dem Kanal nicht. Weil einfach jeder RGB macht. Was kommt das nochmal? Sein oder nicht sein? Ja. Was kommt das nochmal? Sein oder nicht sein? Ja. Sein oder nicht sein? Ist das Shakespeare? Moment, bin ich doof? Das fällt mir auch gerade nicht ein. To be or not to be, Hamlet. Hamlet, genau, aus Hamlet. Ah, So okay. war das. Ah, von William Shakespeare. Hamlet von William Shakespeare, Ja, genau, ja. Hey! Ihr Big Brain Allen! Nee, ich war immer nicht so meins, immer. Das ganze cool. Zeug. Meins auch nicht, aber ich meine, das kennt man ja. Ich habe meinen Deutschlehrer gehasst und er hat mich gehasst. Ja, ich mochte auch kein Deutsch. Aber wisst ihr, was traurig war eigentlich, dass er mich so sehr gehasst hat? Weil ich Wörter konnte, die er nicht konnte. Ohne Scheiß. Okay. Ohne Mist. Also aus dem Italienischen kann Ja. ich mir halt voll viele so diese klassischen Fremdwörter Ja, ableiten, ja. die du vielleicht nicht so kennst im Deutschen und nicht so gebräuchlich sind, aber eigentlich existieren die. Ja. Und er so, das Wort gibt's nicht. Da hat er mir schon mit seinem verfickten Rotstift, der blöde Bastard, weißt du, 10-mal durch, Alter. Und ich so, das Wort gibt's. Und er so, guck mal, Duden, dachte ich mir. Aber das willst du Ja. halt nicht deinem Deutschlehrer Nein, sagen. Alter. Der das hasst dich stimmt. dann forever und dann kriegst du nur noch 6 und dann ist vorbei. Ja, das stimmt. ja. Jo. Hey Leute, willkommen bei Rate My Setup. Heute geht es um die allerexistenzielle Fragen, der allerexistenziellsten Fragen, die es überhaupt gibt, und zwar RGB oder kein RGB. Bin gespannt, ja. Oder Also. eine rhetorische Frage, man weiß es nicht. Wir werden der ganzen Sache auf den Grund gehen. Ich habe ein paar Setups ausgesucht mit mächtigem RGB und ein paar Setups mit gar nicht mächtigem RGB. Ich bin ja bekennender RGB-Fan, aber Ich mal schauen. glaube, ich kann dich überraschen heute mit ein paar Setups, die ohne RGB auch super fresh aussehen. Okay, gut. Schauen wir rein, los geht's. RGB oder RGB? RGB oder RGB? Das ist hier die Frage bei der Folge Nummer 33, die wir haben heute. Wir haben einmal den lieben Darkdex, einmal den lieben Dominik, einmal den Glitch, den Headhunter und den Schnappi. Also mehrere Setups, die wir uns vorgenommen haben heute. Wir fangen mal mit RGB oder ohne RGB an. Willst du eher so mit, oder? Erstmal mit RGB, das, Erstmal was ich mit, genau, kenne. damit man weiß, was abgeht. Der liebe Dominik63 liefert uns ein Lian Li 11 Evo. Wer hat's gedacht? Lian Li Counter 1. Ja, genau. Oh Mann, Alter, aber geil, RGB-technisch. Also super clean. Ja. Also das Foto ist auch richtig schön gemacht. Ja. Das Setup sieht fresh, chillig, würde ich mich direkt Aber ich reinsetzen glaube und mal wohlfühlen. andere Lüfter, ne? Die Unifans, oder? Sind Unifans AL. Ja, Ja. würde ich sagen, ja. Also mal was anderes. Ja. Definitiv. Ein bisschen Und Abwechslung muss sein. sieht schick aus. Also Ja. sieht sehr schick aus. Strix-Karte, ne? Strix-Karte. LC. 360 von Asus, die Wasserkühlung und Trident Z. Trident Z, glaube ich, ja. Ja. Ja, coole Kombo, definitiv. Ich mag, ich kann das da nicht mehr sehen. Also dieses IO-Schild von den alten, also in Anführungszeichen alten Motherboards. Ich erkläre dir, wieso. Ich hatte mal das Z93 und es hatte genau diese Plate und irgendwie sieht die so oldschool aus. Weißt du, was ich meine? Also, oder ich denke es einfach nur. Ich weiß es selber nicht, ich kann die aber nicht mehr sehen. Ich finde die langweilig.
Okay, dadurch, dass ich in dem Game noch nicht so lange drin bin mit PC-Bau und so, das habe ich ja erst Ende 2020 angefangen, zum ersten Mal. Für 2022 ballert es schon Custom. Alles klar! Also, deswegen, ich habe mich da noch nicht satt gesehen, sagen wir es so. Echt? Nee, ich nicht. Aber genau, ich dachte mir schon, dass es was sehr Persönliches ist. Also, sieht aber trotzdem geil aus. Ja. Also, super. Also, und also die RGB-Effekte von den Unifans, also, das sieht echt schön aus, ne? Ja, die können auch so einiges RGB. Wobei sie unten fett. Sind die ja zum Beispiel falsch herum in dem Sinne, ne? Für ja. Intake. Ja. Da sehen sie halt nicht so schön aus, wie zum Beispiel die QL-Lüfter, ne? Die punkten halt dadurch, dass man da schön noch RGB sieht, ne? Die RGB ja, ich meine, hier siehst du es trotzdem. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es wirkt einfach ein bisschen anders. Gut, du hast bei den QL, finde ich jetzt auch, aber ja, die QL sehen von hinten besser aus. Ja, ja. Das stimmt. Definitiv. Ich finde aber auch, muss ich ehrlich zugeben, die AL finde ich nur in Weiß cool, weil ja das komplette Rotorblatt ja weiß ist. Das ja, ist ähnlich okay. wie bei den QLs, ja, weil ja. sie sehen in White super clean aus ja. und in Black sehen die, wenn die ausgeschaltet sind, eigentlich doof aus, weil mhm. die Weiß innen sind. Das schickes ist schon Foto. So ein klassisches RGB-Foto, ne? Ja. Was, wo man wirklich sagt, ja okay, ich mache RGB. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja. Es sind zwar unterschiedliche Farben, also ein paar mehr, aber hauptsächlich so auch wieder Blau-Lila, was mir gefällt, also so Blau-Pink. Weißt du aber was? Ja, Entschuldigung. Es sind noch ein paar andere dazwischen, ne? Ja, und weißt du, wodurch das sich auch sehr schön bemerkbar macht und was ich super liebe an der Strix-Karte? Ja, dass die... Genau, dass die Lamellen von dem oberen Teil vom Lüfter beleuchtet werden. Es hat so ein, weiß nicht, wie so ein extra Effekt irgendwie so find eingebaut. Ich, das sieht fett aus. Um ehrlich zu sein, ich habe eine weiße Strix-Karte, ne? Mhm. Ich finde, das sieht beim Schwarzen besser aus. Ja, ja wahrscheinlich weiß. Weil bei den ja. weißen Karten, da wird das so gefressen, das Licht. Da muss ja. es halt schon richtig knallen in RGB und das ist ja. ja nur ganz leicht. Ja, ja, das stimmt. Das schluckt es ein bisschen und sieht so, auch tatsächlich besser aus. Und wenn du dann halt einen kompletten White-Bild hast und innen alles hell ist und dann ein bisschen Farbe nur durchkommt, das sieht man kaum. Ja, ich weiß, was du so. Meinst. Das sieht hier wirklich auch gut und wahrscheinlich auch besser aus wie weiß. Das bin ich ganz bei dir. Wobei ich meine wunderschöne weiße Karte auch sehr schön finde. So, hier schön nochmal von der Seite ein klassisches Lian Leo 11 Evo. Mhm. Was ich, also hier an der AIO sind die Schläuche zusammen. Ja. Kann ich verstehen, warum man das macht. Mhm. Aber irgendwie finde ich das nicht so schön. Echt, ich mag das. Also wenn du hier die ordentlichen Strips ja, weil hast oben, von Asus. Also was sich ja nicht verhindern lässt, oben am Anschluss, das geht halt so auseinander, ne? Das finde ich auch zu hart. Das mhm. hätte ich eher hier unten hingeschoben. Mhm. Ne? Aber das mache ich auch voll oft einfach nur auch bei manchen Builds von mir, um einfach, wie soll ich sagen, um die Kabel so, also die Schläuche so mhm. zu halten, dass es passt und dass die von der Grafikkarte ein bisschen weiter wegbleiben. Ja, okay. Sonst gehen die ja so, splitten sich und dann liegt die auf dem schönen RGB-Streifen ja, von stimmt. der Karte. Das ist super eklig. Hast recht. Der hat es, glaube ich, deswegen gemacht und finde ich nicht schlecht. Das ist mir auch ein bisschen too high. Weil viele Leute sich voll die Gedanken machen hier wegen Airflow und so. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch. Und viele haben mich tatsächlich schon gefragt, ob das was ausmacht, dass sich die Schläuche berühren. Aber ich sag's mal so, der Temperaturunterschied vom Wasser, was in den Radiator rein und raus geht, ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 300 Millionen Grad Unterschied. Nee, du sagst, nee. Du hast da kein Übersprechen, nenne ich es jetzt mal, von der Wärme. Wobei man sagen muss, Leute, die sich um Airflow kümmern und so, ist das Lian Leo 11, ja, Airflow-technisch jetzt nicht. Ja, aber es liegt tatsächlich an den Luftfiltern. Ne? Also der Bauer hat es tatsächlich selber bei seinem eigenen Case witzigerweise gesagt. Er hat gemeint, Leute, das erste eigentlich, was ihr machen müsst, die Luftfilter raus. Unten und oben und dann geht's. Ja, ja klar. Die Mesh-Front ist noch nicht so schön, die ist aber beim Evo dann verbessert worden. Nee, nicht die Front, sondern den Top. Ja. Und ist einfach direkter, ja. Du kriegst da schon einen recht ordentlichen Luftfluss hin. Ne? Ich mag das Grundprinzip, dass du hier über die komplette Kühlfläche halt nach oben hinweg die definitiv. Kompletten Komponenten kühlst, vor allem wenn du die Grafikkarte vertikal hast. Du hast keinen Stopper drin, ja, sozusagen. Ja. Immer noch ein interessantes Case, wo man immer noch sehr viel drüber philosophieren und sprechen kann, wie wir sehen, obwohl es schon durchgekaut worden ist des Todes. Immer noch recht interessant. Sehr schönes RGB, für das Team RGB sprechende Setup. Wir schauen zum nächsten rein. Der hat
Auch RGB oder okay. Wollen wir, oder nicht RGB? Nicht RGB. Nicht RGB nicht machen RGB. Wir. Du bist jetzt nicht RGB. Mhm. Den Dominik hatten wir. Wir schauen mal beim Dark Dex vorbei, würde ich sagen. Okay, der Name sagt schon alles. Dark. Ja, ziemlich okay. Dark das Setup. Und das könnte dich von der Non-RGB-Welt sehr stark überzeugen, bin ich der Meinung. Okay, okay. Liebe Dark Dex, dann nehme ich mal ganz krasse Setups. Hier in einem super kranken, geilen Black and Gold Bild. Ja, krass. Krass, ne? Hättest du komplett RGB-los. Also ja, theoretisch der Rahmen. Ja, mein Gott, okay, leuchten, okay. Aber so sieht das Teil aus. Also so im hellen Zustand, also sieht echt fett aus, auch der Kühlblock da von IK. Ja. Ne? Gibt es die MSI so mit diesen goldenen... Mhm. Nee, ne? Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Also er hat ein paar Sachen tatsächlich ein bisschen gemoddet. Die okay. Wasserkühlung ist so. Ist eine IK Aurum Elite. Mhm. Die wird standardmäßig mit Push-Pull-Lüftern ausgeliefert seitens IK mit den Vardas. Er hat aber trotzdem alles umgebaut, damit er alle 10 Lüfter Nocto Industrial IPCC hat. Komplett schwarz. Die Grafikkarte und die Lüfter sind logischerweise nochmal mit Aufklebern gemacht. Mhm. Also das MSI logischerweise ist in Gold. Gibt es nicht so bei der Gaming X Trio. Das hat er mit schwarzen Aufklebern gemacht und goldenen Logos. Und auch diese Decals da oben an der Grafikkarte. Okay. Cable Mods gold angepasst. Die schönen Cable Mods Schrauben. Stimmt, ja. Noch da kommt sie echt gut zur Geltung. Mhm. Hier kommt es besonders geil halt rüber, ne? In meinen Augen. Also auch die gesleeften Cable da mit den goldenen Coms. Geil, ne? Sehr, sehr schön. Ja. Auch oben an der GPU. Also wirklich sehr clean. Also ich finde, wenn man halt so ein Bild schon hat, muss halt Kabelmanagement echt on top sein. Da geht es dir schon fast am Arsch vorbei, dass es ein Li-An-Li ist, ne? Ja, schon. Wobei, so geil ist es. Wobei ich muss halt sagen, also das ist ja, also es ist wirklich ein wunderschöner Bild. Aber wenn es dunkel ist, ne? Du sitzt halt an deinem PC und so, siehst halt nicht so viel von dem PC. Ja, wobei, also ich mache, wenn ich solche Builds mache, die sehr wenig RGB haben, tue ich trotzdem noch eine Stripe rein, um eine indirekte Beleuchtung genau, zu machen. Ja. Das muss schon ein bisschen sein, weil nur den Rahmen leuchten sehen ist ein bisschen, ja, mau, sage ich mal. Ne? Also es stimmt. Klingt jetzt nicht, also bitte nicht böse aufnehmen. Ja. Dann könnte das Case auch komplett zu sein, ohne Fensterscheibe in etwa, wenn man halt gar kein Licht drin hat, ne? Eigentlich fast ja, so. Stimmt. Im hellen Zustand im Tag. Das wäre halt so schade. Aber ja. Also die Farbkombination sehr schön. Ach ja, links komplett einmal die goldenen Schrauben da, ne? Ja, komplett von Cable Mod die goldenen Schrauben. Wobei es immer sehr schwer ist, den Goldton zu erwischen. Ja, das glaube ich. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Man sieht es auch hier, wenn man wirklich genau hinschaut, sieht man tatsächlich, dass die Cable Mod Spangen und die Schrauben irgendwie gelblicher wirken als das Goldene von der IK Aurum. Meckern höchstes Niveau, Alter. Definitiv. Das ist unfassbar. Ist aber auch zum Beispiel bei Weiß immer schwierig, ne? Ja, ja, Weiß und Raucherweiß. Ich kenne dich ja so ein bisschen angegilbt oder so. Hat's ja, aber da hat man, es gibt ja nicht so viele weiße Komponenten von den Herstellern. Ja. Und dann suchst du dir da ein paar aus und dann haben die Hersteller verschiedene Weißtöne und denkst dir nur so, ja. Toll. Ja, super geil finde ich das super black, clean Unify Board. Ja. Also Unify Boards bei Non-RGB fast schon muss. Also bei Non-RGB fällt mir echt nicht viele Boards ein, wo ich sage, es sieht ohne RGB geil aus. Das also NZXT? Ich bin halt echt Fan von Asus Mainboards, ne? Ja. Aber die sind dann halt eher Kategorie RGB. Meistens, ja. Außer diese Pro-Art Creator, kennst du die? Ja, die habe ich gesehen. Finde ich auch fresh. Ne? Also ja. Super typisch Creator Boards. Aber ohne RGB geil. Ja. Ja. Also die von MSI, also schon echt schick. Unify. Passt hier perfekt. Von technisch auch geile Boards, die Unifys. Mhm. Also ich habe selber einen Unify in meinem Terminator-Bild drin. Super geil. Also Unify, echt geil. Ja, was hat er sonst noch hier? So einen kleinen Goldbarren da rumhängen. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der echt ist oder nicht. Aber ein Gramm. Das sind 3090, das weiß ich. Das sind die 9-12900K. Ich kenne ein bisschen die Radar von dem Jungen. Ist DDR5. G-Skill, okay. 6600 MHz, 64 GB, also eine ganze Stange Geld da drin. Ja, da ist eine ganze Stange Geld da drin, ja. Die Noctuas, das Case, ja. Das ist ja Gold wert. Ja, das ist in der Tat Gold wert. Ja, noch ein paar Fotos hier, nochmal von einer anderen Perspektive. Sehr schön gemacht. Ja. Also, eins der schönsten Black Gold Builds, die ich, eigentlich der schönste.
Ja, also ich muss sagen, Gold ist ja immer sehr präsent, ne? Und es wirkt immer so protzig, finde ich, Gold persönlich. Ja. Aber da ist es dezent eingesetzt. Ja. So. Genau, das war meine Befürchtung auch, erst als ich es mit ihm geplant habe. Da ging es auch um die super existenzielle Frage natürlich immer, G-Skill Trident Set Royal in Gold. Oh, oh. Und es ist too much. Ich, und nicht so, lass mal. Ja, ich bin... Weil Crystal, also, RGB-Optik... Dann ich finde sie zum Beispiel nicht so geil. Alle Leute so, oh, die sind so richtig geil. Ich mag dieses Bling-Bling halt nicht. Ich finde, das kommt auf dem Bild an. Das ist eigentlich immer die korrekte Antwort, finde ich. Ja, klar. Also weil, ich persönlich würde mir halt nicht so einen bauen, dass darum geht es. Deswegen. Ja. Ich habe ihm damals auch gesagt, nee, lass stecken. G-Skill Trident Set Royal machen wir immer nicht. Wir nehmen G-Skill Trident Set normal. Ja, weil der EK... Davon abgesehen, dass der 5 damals gar nicht gab. Nur so zur Info. Mhm. Das war auch nochmal irgendwie so von daher. Ah, der CPU-Block ist halt schon sehr gut golden und halt, ne? Ja, echt. Das echt reicht. Krass. Also ich finde, das sieht so sehr gut aus. Ja. Sehr schön, dass wir dein Setup hier haben durften. Darkdex, dein Setup, oder das Darkdex Setup war schon mal hier. Der hat den Techniker White Build damals gehabt. Ah, okay. Und hatte keinen Bock mehr auf White und jetzt auf Black. Und ohne RGB. Ging irgendwann mal das ganze RGB auf den Sack. Okay. Dass ich so ein Teil gemacht. Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, wenn ich an meinem PC arbeite, muss ich auch erstmal ein anderes IQ-Profil anmachen, weil das mir zu viel ist manchmal. Ja, genau, ja. Nee, der hat, glaube ich, da ein einfaches Leben. Also geiles System, definitiv Darkdex. Danke fürs Einsenden. Wir haben einen sehr interessanten, ich weiß gar nicht, ob es zu RGB oder Non-RGB gehört, ich glaube zu RGB, mit dem hatte ich Kontakt über Discord und der heißt Glitch AX7, total seltsam geschrieben irgendwie. Der kann auch kein Deutsch, der hat mit mir auf Englisch geschrieben. Okay. Und ich meinte, ja, ich finde den Kanal voll toll und so und bla 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 und ich bräuchte da ein bisschen Hilfe, ich habe da was Größeres vor, ist mein erstes Projekt. Ja. Ich zeige schon mal die Hardware. Achso, das hat sogar ein Video geschickt, sehr nett. X570 Saurus Master, Streamer, Evos. Sehr interessante Case-Wahl. Er wollte unbedingt Corsair 570X Crystal. Okay. Etwas älteres Case, weiß gar nicht, ob du es kennst noch. Nee, ich glaube nicht. Das sind echt altes. Eins meiner ersten Cases, wo ich wirklich Geld gelassen habe, sage ich mal. Das ist noch eins von den Oldschool Cases, die richtig viel wiegen und komplett aus Glas sind. Also hinten Glas, drüben Glas, oben Glas, unten Glas. Also, sagen. Das wiegt schon ordentlich. Ne? Recht eng und eigentlich gar nicht für so neue und so viel Hardware und so viele Sachen konzipiert. Mhm. Aber der Typ hat für seinen ersten PC sowas Krankes hingezaubert. Wenn ich dir das Kabelmanagement zeige, dann gehst du nach Hause schlecht? Und schneidest einfach deine ganzen Kabel durch und denkst dich, ich nehme das Leben. Also ich muss jetzt was gestehen, ich krieg meine Klappe nicht zu. Also wirklich nicht. Also echt nicht? Nein. So gar nicht? Ich habe 7 QL-Lüfter, habe diese LC100, diese RGB-Dreiecke, davon habe ich halt auch das Extended-Paket. Boah. Dann habe ich halt Wasserkühlung, halt mit RGB von Corsair, ne? CPU-Block, die Pumpe halt auch Ausgleichsbehälter. Oh Mann. Also, ich bin weiß. Ganz ehrlich, ich krieg's halt nicht zu. Ich habe hier Projekte gehabt mit 18 QL-Lüftern und alles. Ich habe da manchmal auch schon so hart gestruggelt, von daher verstehe ich dich voll. Ja, und ich habe mich da hingesetzt eine Stunde und es wurde nicht besser. Da habe ich mir gesagt, okay, scheiß drauf. Ich habe mir auch vorgenommen, ich warte jetzt tatsächlich, bis Corsair endlich mal mit einem neuen System um die Ecke kommt. Ich persönlich. Weil es ist einfach ein bisschen outdated mit so vielen Kabeln, so vielen Sachen. Ja, also hier die, das ist toll, die Unifans, ne, mit dem Anstecken. Ist Tada. Sehr geil. Ja, Ende. Ja, naja, aber Kabelsalat, ich glaube, das kennt ihr auch. Und ich glaube, es ist technisch auch gar nicht mal so schwer, ein Stackable QL zu machen. In meinen Augen. Also, es ist schon komplizierter, weil sehr viele RGB-LED-Punkte auf einem Lüfter sind. Und ja, du kannst dann nicht mehr 6 an einem Hub anschließen, ja. Aber du könntest 4er-Stacks wirklich hintereinander schalten. Ja, so 3 oder 4er-Stacks müsste auf jeden Fall noch gehen von den RGB-LED-Punkte-Anzahl. Und du wolltest halt eine neue Controller-Box ohne andere Software umschreiben. Ja, gut, aber. Aber gut, langes Thema, glaube ich. Ne? Ja, aber es wäre cool. Also, definitiv. Für RGB sieht geil aus. Gegen RGB kriegst du deinen PC nicht mehr zu. Ja. So sieht's aus. Wir kommen zurück hier zu unserem Glitch AX7 oder wie auch immer der heißt. Wie gesagt, übelst krass. Also wenn du das jetzt gleich siehst, denkst du dir, pff, erster PC, ne? Der erster PC in seinem Leben. Wahnsinn. Perfektion. Du hast einfach, guck mal, wie perfekt okay, krass. Das einfach alles ist. Sogar Push und Pull. Push, Pull, vorne.
Jede Menge RGB, das ist auch nicht witzig mit NZXT-Lüftern, so viele Lüfter mit RGB zu machen. Grafikkartenhalterung, auch mit RGB. Grafikkartenhalterung, genau. Streamer sind auch noch drin. Super sauber, super clean. Selbst die Kabel, guck mal, wie die hier hochgehen und hier weggehen. Also göttlich. Sehr geiles System und sehr, wir haben ja gerade die Hardware gesehen, G-Skill Trial and Set. Kabel echt super. Gleich siehst du das Kabelmanagement, wir haben ein Foto vom Kabelmanagement hin, dann, wie gesagt, gehst dann nach Hause und nimmst dir das Leben. Das könnte passieren. Ging mir so auf jeden Fall, als ich es gesehen habe. Hier auch super geil. Guck mal, wie diese Perfektion halt, wie das da so reinpasst. Das Seitdem wir diese von CableMod diese Schrauben gesehen haben, ne, fallen jetzt diese normalen Billo-Schrauben auf. Ja, das sieht richtig scheiße aus. Ja. Ne, eine CableMod-Schrauben. Also, ich glaube, ich nehm später mal ein paar mit für mein Bild. Du kriegst ein paar versprochen. Okay. Du kriegst auf jeden Fall. Mega geil. Also wie gesagt, vor allem so einem Oldschool-Case, echt schön. Jetzt kommt es zum Kabelmanagement. Sein erster PC. Sein Alter. Erster PC. Guck mal. Da, 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 da. Zack. Das ist so perfekt. Da, 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 da. Zack. Die Box. Die ist der reine Horror. Das ist ja der NZXT-USB-Splitter. Muss ich mir noch holen, weil zu viel RGB, zu wenig interne USB-Anschlüsse. Und ich sag dir, dieses Case ist die Hölle, wenn du drin baust. Ich wollte sagen, das ist gar kein Platz. Genau, das ist nicht dafür konzipiert, so viel RGB-Zeug reinzubauen. Alter, also der Typ ist wirklich höchsten Respekt. Ich hatte das Corsair 275 Airflow. Das ist auch so klein, meine ich. Das ist auch... Ja, wobei, das hatte sogar schon ein bisschen mehr Platz hinten. Das ist ein Case, was das gab es, als es eigentlich noch kaum bis gar keine RGB gab. Mm. Das ist voll hart. Super schönes, super tolles Case, wie gesagt. Ich finde es heute noch geil. Ich finde es cool, dass er darin gebaut hat. Aber das, was er sich da hinten angetan hat, ich dachte, oh Gott, wird das was? Das allererste PC gleich so ein Projekt. Das ist krass. Also, ich bin echt beeindruckt. Also, ja, Perfektion halt einfach. Das ist einfach das Gegenteil von meinem PC. Das Gegenteil. Vor allem dann noch SSD und so. Und weißt du, also, wenn die schon wegfällt mit den zwei Kabeln, bist du schon mal froh, ne? Aber alles ist da drin einfach. Also ich glaube, wenn jemand bei mir einbrechen würde und Komponenten rausklauen würde, wird gar nicht funktionieren, weil er kriegt die nicht raus. Kriegt sie nicht raus, genau. Ich liebe dieses Case immer noch. Es ist zum Teil diese Liebe, weil ich es mal hatte. Mhm. Aber mir gefällt es auch. Das ist so super clean mit dieser Front und so. Und auch sehr airflowig für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Echt top Case. Und dann Push-Pull-Front. Also ich persönlich, Corsair-Gehäuse, ne, ich finde die eigentlich alle sehr schön. Ja, ich liebe aber vor allem die alten. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Qualität von Corsair, von den damaligen Cases, ich habe die mehr zu schätzen gewusst. Also das 500D, zum Beispiel Obsidian, das Corsair 1000D, klar ist eine andere Größe. Aber und das da war ja das Line-Up von Corsair, bevor es dieses RGB-Boom gab, sage ich mal. Ne? Die hatten damals aber auch schon SP-Lüfter mit RGB und so, mit Controller da drin. Keine Frage, gab schon. Also Corsair war da schon so RGB-fortschrittlich. Aber das Case hat in meinen Augen eine andere Qualität. Also das Case hat eine Qualität, die ich heute einem Thermaltake Case zuschreiben würde. Ja, ich hatte also zum Beispiel bei dem 275 Airflow, was ich hatte, das ist relativ günstig und da hat man halt schon gemerkt, viel Plastik auch. Ne? Also es ist leicht. Klar. Also das war mein erstes Case, was ich zum Bauen benutzt hatte. Und dann habe ich mir halt die teuren Cases so gekauft. Ne? Ja. Fractal Design Meshify S2 hatte ich dann und jetzt halt das 5000T RGB, die kosten viel, viel mehr als das eine, aber da merkt man ja erstmal die Qualität von so einem Case, was es haben kann. Ne? Und ich meine, wenn die früher schon eine bessere Qualität hatten auch, ne? Kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin halt erst ein bisschen spät ins Game eingestiegen, sagen wir so. Weil ich liebe das Case. Das Case gab es damals schon, auch die Fortschrittlichkeit von Corsair noch mal kurz zu zeigen. Es gab es damals in einer Snow White Edition. Super sexy. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mit angepassten Schrauben, also diese Rändelschrauben, die draußen, diese Thumbscrews für die Gläser, die waren dann in Silber. Oh. Zum Teil. Es gab eine Red Edition, da war das Gitter hier vorne rot und die Schrauben in rot, auch super geil. Mhm. Also schon fett, definitiv. Einmal mit RGB. Die NZXT-Lüfter sind nicht dafür konzipiert, dass man die Rückseite sieht. Nee, trotzdem finde ich das witzig, dass man diesen Sandwich-Effekt hat. Ja. Dass man die wirklich schön ineinander sieht. Also ich finde, das ist halt auch sehr clean. Nicht
also schon, es ist schon viel RGB drin, aber irgendwie kommt das nicht einem vor, wie als wäre es so richtig viel. Ja. Was aber perfekt ist für das kleine Gehäuse. So, also ich finde es halt sehr schick. Was ich sehr geil finde, ist, ich habe auch schon mal einen ähnlichen Bild gemacht, allerdings in einem NZXT-Case. Ich habe es irgendwie Double Display Black Mamba oder so genannt. Mhm. Das war übelst ein krankes Bild von einem Kunden. Wir hatten da auch die Kraken und das allererste Mal gab es die Grafikkarte, diese Aorus Master mit dem integrierten Display. Und da und da ein Display. Das ist schon eine geile Kombo, finde ich. Gefällt mir sehr gut von der Anpassungsfähigkeit vom PC. Wo ich habe, glaube ich, den passenden Wortlaut gefunden. Es sieht nach... Also sieht elegant aus. Sieht elegant aus. Ja, mit RGB. Also halt nicht so richtig RGB in die Fresse und ich will jetzt richtig Aufmerksamkeit und Disco, sondern mit diesem Schwarzen. Und es sind ja die RGB-Lüfter sind nur außenrum RGB. So, ne? Unten die GPU-Halterung ist halt auch relativ, also richtig schmal, sagen wir es so immer, RGB. Sieht echt gut aus. Also. Mir gefällt auch die NZXT-IR-Lüfter mit dieser äußeren Spange, wie du gerade gesagt hast. Wie die durch diese Mesh-Front da durchschauen, sieht sehr, sehr sauber aus. Ich skippe mal ein paar Fotos schnell durch. Wir schauen mal, weil es sind sehr, sehr, sehr viele, die er mir geschickt hat, also sehr ausführlich. Dann, also wie gesagt, echt wirklich, wirklich gut gemacht. Hier haben wir ein kleines Video, ich muss kurz mal reinziehen. Nehmen wir es mit den Effekten. Ja, sehr sauber, sehr clean. Ich persönlich finde es schade und daran siehst du, dass es ein altes Case ist, nur kurz zur Info. Dass man da nicht Platz hat links, ne? Genau, dass in meinen heutigeren, normaleren, besseren, durchdachteren Cases ist meistens der hintere Lüfter so eingerückt, damit du eben das IO-Schild nicht so dreckig überlegst. Das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich da hinten einen Lüfter hingemacht hätte, weil es mir schon zu schade ist, wenn du so ein tolles Aorus-Board an einen Lüfter vorne drauf hast. Ja, das stimmt. Nun ja. Video, hier auch nochmal in einer anderen Version, also hat mir echt vieles durchgeschickt. Super sexy, super schön gemacht, ja auch nochmal sehr geil. Mir gefällt dieser Effekt, dieser Sandwich-Effekt nenne ich es mal. Also ist man die Lüfter, obwohl man hinten nicht leuchten, dass man... Ist mal was anderes, ne? Linien hat, ja. Fällt mir irgendwie nicht sehr gut. Der hätte sich ja mal die Mühe geben können und einmal hinten auf seinen super so ordentlich verbauten Controller mal den scheiß Knopf drücken können, damit er die RGB-Effekte ändert von den Streamern. Aber gut, man kann auf hohem Niveau. Tolles System. Ja. Super geil. Sehr schön, sehr schöne Grafikkarte, sehr schönes Gehäuse. Wirklich super. Danke dir, lieber Glitch. Wir haben uns was Schönes gegönnt, ne? Ja. Wir haben ein bisschen was bestellt und zwar ein paar Shirts haben wir schon an. Es geht um T-Shirts, es geht um Pampling-Shirts. Ich liebe diese Art an Shirts. Ja. Ich hab die vorher schon gekannt, ich habe es dir dann gezeigt. Wie fandest du es so gleich am Anfang? Also richtig cool. Also ja, ne? ich bin ja auch ein bisschen nerdig in manchen Sachen und ich dachte mir so, wow, da geht mein Nerdherz auch ein bisschen auf. Ja, so ging es mir genauso. Vor allem, ich habe dieses T-Shirt gesehen. Von Neon Genesis Evangelion und aktuell baue ich am Projekt von MSI, das Neon Genesis Evangelion und ich dachte mir, okay, ich muss bestellen. Ellen, willst du auch irgendwas? Wir bestellen gleich. Und sie gleich. Man verbringt Stunden damit, ne? Ja, das zu finden. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, das stimmt. Manchmal denke ich mir, es ist zu viel Auswahl, es zu viel geiles Zeug gibt. Sag mal, was du so bestellt hast. Ja, ich habe mir das hier noch bestellt. Also was ich glaube, das kennt auch noch die ältere Generation. Ja, die gute alte Diskette, die irgendwie mit den USB-Sticks wächst. Ich dachte, da steht jetzt irgendwie I'm your father oder so. Das gibt's auch, ne? Ja, ich glaube auch. Ja. Auf jeden Fall das Shirt, dann hier das, was ich anhab mit Pac-Man, dass die da am Lagerfeuer sitzen und darüber sprechen. Genau. Ich pack schon mal meine anderen aus. Du zeigst uns auch noch eins von dir, ne? Ja. Also, hat jetzt nichts mit Gaming zu tun, aber ich liebe halt Sushi. Geil. Und, also ich finde, also es sieht einfach cool aus. Vor allem mit dem Gelb, das passt, glaube ich, aber auch zu dir. Zu deinem Hautton finde ich das, glaube ich, sehr passend. Ich weiß nicht, ich ziehe eigentlich nicht so viele bunte Sachen an, aber ich glaube... Manchmal geht's. Das passt. Ich bin beim klassischen Schwarz geblieben, einfach vollkommen langweilig, kann ich euch gleich sagen. Aber ich habe trotzdem super geile Motive. Und zwar habe ich das Evangelion einmal und einmal habe ich hier den Relativity Father. E ist gleich MC Quadrat. Super geil. Finde ich sehr schön gemacht. Und das meine ich damit, die mixen solche Welten. Also soll halt The Godfather darstellen, halt.
von der Mafia. Und trotzdem ist es irgendwie das bekannte Einstein, sage ich mal, Gesicht mit der Formel unten drunter. Super geil, sowas. Also sowas kann trotzdem cool aussehen und trotzdem siehst du nicht so aus. Kennst du diese Nerdshirts, wo du so aussiehst wie ein Spast? Ja. Diese klassischen, keine Ahnung, Taco, Marvel, alles kreuz und quer, so richtig geschmacklos. Ja. Die sind mit Geschmack gemacht, das finde ich ja. Halt immer cool. Hier habe ich mir nochmal so ein RGB-Non-RGB-T-Shirt besorgt. Ich dachte gerade, das wäre ein Crop-Top, das wäre witzig gewesen. Ein was für ein Top, Alter? Da, wo man den Bauch sieht. Ja, trage ich immer im Sommer, Alter. Damit der Ransom nicht schwitzt. Damit man nicht unter den Tittchen schwitzt. Wie heißt das? Crop-Top? Crop-Top. Ich muss mal bei Pampling fragen, ob es bald Crop-Tops gibt für Techniker. Bitte nicht für dich. Doch, für mich. RGB oder Non-RGB. Es gibt aber noch was viel Cooleres, wenn man spannend haben will und sich einfach nicht entscheiden kann, so viele geile Shirts gibt. Hol mal dieses Tütchen da mal her. Okay. Soll ich die übergeben? Mach ich Übergabe? Ja. Ne? Darfst nicht hingucken. Okay. Guck in die Kamera. Nicht gucken. Mhm. Wir müssen da hier so wie bei... So, weg. Wir haben... Das gehört dir, glaube ich. Ein Surprise-Shirt. Man kann nämlich bei Pampling, wenn du auspackst, erzähle ich. Man kann Surprise-Shirts bestellen, wenn man sich nicht entscheiden kann. Und man bekommt super günstig, also jedes T-Shirt kostet nur 10 Euro, wenn es eine Aktion gibt, die wir gerade gezeigt haben. Und solche Shirts, die man auch per Zufallsgenerator zugewiesen bekommt, kriegt man für 4 Euro. Okay. Man wählt die Größe, man wählt eben den Schnitt, den man haben will. Das ist Unisex, das ist, glaube ich, hier Haus. Nee, wie heißt das? Das ist jetzt Ladies M. Nee, nee. Oder was meinst du? Das ist von den Vieren... Oh, wie heißt denn das? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es nicht dieses Haus von... Ah, Digga, wie heißt denn das? Diese... mir fällt es echt nicht ein. Ich glaube, ich kenne das nicht. Oder kenne ich das? Die Community darf raten. Ja, genau, die Community darf raten. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Wie es heißt. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall sind es Custom-Shirts, die zugewiesen ist. Und ich schwöre, ich habe gerade gesehen, welches Shirt du bekommen hast und ich hasse dich jetzt schon. Okay. Weil ich das wollte eigentlich. Okay. Du kannst es ja auch anziehen. Wenn du die... Ich schwöre, das ist zwar in M und wahrscheinlich sieht es über peinlich wie so eine Presswurst aus, aber wenn du es nicht willst, würde ich es trotzdem tragen. Weh, du freust dich nicht mal annähernd so wie ich. Okay. Du kriegst ein Mortal Kombat-Shirt. Also ich bin ja eher... Wie jetzt? Man muss sich doch freuen. Du kriegst ein super geiles Mortal Kombat Shirt. Ich habe keins bekommen. Aber es ist weiß. Es ist weiß. Und es ist M. Und es ist Mortal Kombat. Es ist auch Frauen-M. Ja, es ist Frauen-M, genau. Genau. Ich hatte die Verpackung gerade gesehen und dachte mir, hoffentlich ist es meins. Dann sehe ich M. Fuck, Alter. Aber schön, dass du es bekommen hast. Wahrscheinlich deswegen. Es ist in den T-Shirts gelandet, die man bekommt. Ich finde es ganz cool mit dem Schwarzen. Alles ist echt ganz schön gemacht. Aber ich sag's mal so, selber aussuchen hat mir persönlich diesmal mehr Spaß gemacht. Ja. Also mir ist es zu risky, weil wenn ich so ein T-Shirt bekomme, boah, Alter, weiß ich nicht. Das geht schon in die Richtung, guck mal, Digga, der popelt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist Ralph. Ja, ich weiß, ich kenne den, aber das geht halt in die Richtung von, ja, fast Assi-Shirts. Aber das sind nicht die meisten Shirts, die man findet. Die meisten Shirts, die man findet, sind cool und man kann sie sich aussuchen und 10 Euro ist gar nichts halt für ein Shirt. Ja, und echt sehr viele Motive. Ja, extrem viele. Schaut mal vorbei, ihr könnt mit dem Code Techniker, kriegt ihr sogar Socken spendiert von mir. Ist voll fett. Bestellst einfach, gibst Techniker ein, dann kriegst du noch ein paar Socken. Und die Socken sind natürlich auch im Nerdfaktor Level 9000. Pac-Man-Socken und Super Mario-Socken und Sushi-Socken und so. Oh. Nächste Bestellung kommt. Guckt mal vorbei, pampling.com. Hier unten ist auch der Link platziert und wir sehen uns. Dann schauen wir mal weiter, was wir denn sonst noch so haben. Wir haben einmal den Schnappi. Mhm. Schnappi ist wieder mal einer, der Schnappi Michael, um genau zu sein. Ist jemand bei uns aus der Community mit höherem Alter, nenne ich es jetzt einfach mal ganz vorsichtig. Davon gibt es recht viele Leute, aber auch einer, der das krachen lässt, sage ich mal. Hier ist sein Setup. Sieht das mal so wenig RGB-mäßig. Oldschoolig aus mit so einem Monitor und so noch. Ne? Ich wollte gerade sagen, aber der TFTs, die so dick waren, kennt ihr die noch? Aber der Monitor ist auch sehr groß, ne? Wenn nicht vielleicht sogar ein Fernseher? Das sieht fast aus wie ein Fernseher. Ja, ja. Das fehlt auch ein Teil vom Setup, vielleicht wirst du ein bisschen mehr sehen. Okay. System sieht sehr mächtig aus, mit wenig RGB, ein sehr schönes System. Da spielt sich sein Leben ab. Ach so, ah, ja. Krass.
Genau, der arbeitet damit auf der einen Seite oder eben zockt der Landwirtschaftssimulator auf der anderen. Und da hat er, glaube ich, ein recht teures Setup mit richtigen Ja. Stuhl und also so einen richtigen Stuhl wie im Auto. Mit den ganzen Einstellungen und Sachen. Knöpfen. Stream Deck hat er auch das XL, ne? Ja, das ist Elgato, ne? XL. Kennst du nicht wieder aus? Krass, also übelst hart. Hat sich auch ein bisschen vom RGB-Bann ziehen lassen. Ich hatte mal auf meinem Kanal die Team Group Extreme Habe ich auch gerade verbaut. vorgestellt. Ja, geilster weißer Rahmen, worldwide. Hat er sich auch von den schönen Rahmen in Bann ziehen lassen und hat den eingebaut nach meinem Video. Sehr schön gemachtes System. Be Quiet 802 ist auch ein tolles Case. Sotac. Wie heißt die nochmal? Wie kommt's? Die was? Sotac Trinity Ach so, Grafikkarte, ja. genau. Die Be Quiet Silent Loop 2 und ich sehe ein. Ich weiß nicht, was für ein Mainboard das ist. Doch, ich weiß, aber mir fällt es gerade nicht ein. Es ist Gigabyte Vision. Ach so, Gigabyte ah, Vision, okay. genau. Müsste ein AMD sein. Schauen wir dann gleich mal rein. Vielleicht hier noch die schwarzen Lüfter auf der Be Quiet draufgelassen. Wie gesagt, ich finde die Konstellation nicht schlecht. Ja. Mir gefällt die echt recht gut. Also es ist halt auch sehr clean gehalten, ne? Ja. Also. Ich habe immer Angst bei Black and White Builds, aber hier ist es ganz gut geworden. Weißt du, vor allem es ist nicht so einfach, Black zu finden. Ne? Zum Beispiel siehst du, die Grafikkarte schon Anthrazit. Ja, Das ist schon verkackt, so ungefähr. Weißt du, wenn du jetzt ja. Black machen würdest, ist es schon verkackt. Ja. So ungefähr. Außer du setzt damit einen Akzent. Ne? Ja. Ich glaube, das System ist sehr mächtig. Ich kenne, glaube ich, die Specs. Das meine ich damit. Es Das sind kann. noch Corsair Genau. LC100. Ja. Der hat umgebaut, hat wegen dem LC-Video, was ich gemacht hatte von den Corsair, die noch gegönnt. Ach, QL-Lüfter auch. Hat auf QL umgebaut, genau. Aha, Was ich stimmt. dann, das meine ich damit, dass ich dann vom RGB schnappen lassen. Ja. Weil die sind Schnappi. Nee, Thema RGB oder nicht RGB. Manchmal will man beides. Und manchmal lässt man sich einfach nehmen. Also zum Beispiel auch komplett einfach nur weiß leuchten zu lassen, ne? Ist meistens super clean und super schön. Super Ich mag schick das. clean, ne? Also es muss ja Ja. nicht immer Rainbow sein. Ja. So. Da ist eine Elite-LCD drin. Ja, stimmt. Oh Vorhin war ja. es die Be Quiet, also der hat sich ein Ja. bisschen vom Corsair-Bann vom Kanal nehmen lassen. Er hat uns ein kleines Video geschickt, schauen wir uns mal an, von seinem kompletten Setup. Hier auf dem Techniker-Discord, die Corsair IQ-Software, auf einen sehr schönen, der komplett Custom gebaut, siehst du Wollte gerade das? sagen, ja, das ist alles selber gebaut. Boah. Wahnsinn. Mit Plazy aber dann, ne? Und hier um Ventilator. Wahnsinn. Das System ist schön, Also keine ich muss sagen, mit Frage. dem Upgrade sieht es auch noch mal besser aus. Also Ja. wirklich. Also nicht, dass es davor schlecht aussah, aber das hebt das Ganze noch mal. Mir gefallen die Lüfter auch besser als die Be Quiet. Ja. Also auch wenn die Performance von Be Quiet wahrscheinlich besser Naja. gewesen wäre als die QLs. Aber ich finde es so schöner. Ja, definitiv. Ja, auch Bin ich mit der ganz bei weißen dir. AIO. Ja, Ne? genau, ja. Das macht es Und auch es nochmal. passt trotzdem mit der schwarzen Grafikkarte und schwarzen Mainboard. Ich habe sowas auch gehabt. Also, ich habe es immer noch, weil mein Mainboard halt schwarz ist. Jetzt ist es ein sehr guter White-Black-Mix. Ja. Black and White-Mix. Vorher war es Und so mit den ein, roten ich Akzenten weiß finde ich das nicht. auch ganz cool. Also vom Ja, wahrscheinlich LC. wegen dem Ja. Ding gemacht. Hätte ich jetzt, also weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht so gemacht mit dem roten unten drunter, aber wahrscheinlich hat es genau passend dazu gemacht. So sieht es auch nochmal aus. Schön gemütlich auf jeden Fall. Schön auch Ja. hier nochmal im PC, die Effekte, die so durchlaufen. Ja. Achso, jetzt verstehe ich auch den roten Effekt. Jetzt gibt es Sinn. Sieht schon ganz fresh aus. Sehr, sehr, sehr nett. Flugsimulator gibt er sich gerade, oder? Oder fliegt er gerade mit dem Traktor? Nee, ich Gibt glaube, es das ist irgendwie ein ein Upgrade Flugsimulator. oder so? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher Das Flugsimulator. Flugsimulator, glaube ich, ja. Ich habe mich vertan. Ich dachte erst, das ist dieses Heavy Duty Pack, weißt schon, Ich von kenne mich da Logitech. gar nicht aus. Es gibt Überhaupt tatsächlich ein nicht. Heavy Duty Pack von Logitech, das kostet irgendwie 300, 400 Euro. Das ist Okay. ein Lenkrad für deinen Traktor, sozusagen hier mit den ganzen Sachen, die man da Okay. braucht, irgendwelche Güllehebel. Raus, dann gibt's, Alter, ich kenne mich nicht aus wie ein Scheiß. Und nee, das ist tatsächlich nur für Flugsimulator, das ist hart. So eine Liebe muss man halt pflegen. Oh ja. Super geil. Und vor allem auch, wie gesagt, Respekt, weil er etwas ältere Generation ist, so wie ich. Ein bisschen älter, glaube ich, sogar noch.
Echt toll, das System. Wir haben noch einen, der sich nicht entscheiden konnte zwischen RGB und Non-RGB. Und was macht man dann? Ich weiß es nicht. Zwei Setups. Ach Quatsch. Ja, man macht ein Setup zum Arbeiten ohne RGB und ein Setup mit RGB zum Arbeiten. Der liebe Headhunter präsentiert uns sein Arbeitssetup. Ah, okay. Ganz clean, ganz klassisch. Sieht sehr schön aus. Wahrscheinlich sitzt er auch immer dran und macht einen auf super intelligent mit seinen komischen Sachen da alle. Oh, iMac, MacBook. Meine Magic Mouse. Ja, ja. Also hier iPad und alles schön. Aber super clean, super ordentlich. Ja, ja, sehr. Und übelst flauschig, Alter. Mhm. Der mag schon flauschig beim Arbeiten. Und der Schreibtisch ist halt auch, also das sieht definitiv nach einem Arbeitssetup aus und nicht nach einem Gaming-Setup. Ja. Finde ich sehr schön. Größer iMac, wahrscheinlich 5K iMac. Ja, schön. Nicht in die Specs, glaube ich, rein. Schön hell auch alles durch die Fenster und so. Also ja. Passt halt perfekt auch in den Raum. Sieht nach einem super, super, super geilen Platz zum Arbeiten aus. Wobei ich nicht weiß, wie ungeil es gewesen wäre die letzten Tage, wo wir irgendwie 37 Grad hatten, wenn du dieses Ding nass geschwitzt hast. Ja gut, ich glaube, man kann das auch rauslegen. Das ist bestimmt ein bisschen eklig, wenn das so richtig so... Nee. Das stelle ich mir nicht so geil vor, aber es kann bestimmt abmachen. Es ist bestimmt nur im Winter zum Kuscheln. Und jetzt kommt sein RGB-Leben. Okay. Okay, ich mach's krass. Mal so. Ich mach's mal so, damit es gleich komplett... Ah, also sind sogar zwei PCs, wow. Ja, genau. Warum zwei PCs? Streaming-PC und normaler? Weiß ich nicht. Will ich gar nicht wissen. Glaube ich. Aber hier das Corsair-Gehäuse, ne? Das wollte ich eigentlich haben als erstes Gehäuse. Aber mir war es halt zu teuer. Das Corsair 680X, das oder das Kleine, meinst du? Das Kleine. Das Kleine, ja. 680X hinten und 280X vorne. Mhm. Nur so zur Info für alle anderen hier. Er benutzt einen super geilen Trick, den ich übelst funny finde. Und ich verstehe auch noch nicht, wieso das Marketing von irgendeinem Hersteller noch nicht darauf gekommen ist, der hat einen Wunderbaum drin. Das habe ich gerade gesehen, ja. Das machen in meiner, also irgendwann habe ich es gezeigt auf Raid My Setup und irgendwie habe ich es immer mehr jetzt gesehen. Das ist tatsächlich witzig, weil wenn die Komponenten innen warm werden und durch den Airflow, ist es wie ein, ja, Dispenser halt von guter Luft. Oh, echt jetzt? Ja, das funktioniert, ohne Scheiße. Dadurch, dass es so leicht warm wird, wie im Auto, ne? Kennst du das, wenn du bei manchen Leuten ein Auto einsteigst und die haben da 10 Bäume und das Auto hat 70 Grad und dann ich kann nicht atmen. Und hier hat es diesen netten Effekt, dass nur wenn der PC warm wird und angeht, dass diese schöne Luft rausstrahlt. Okay, also das ich habe eine schaukelnde Gans jetzt in meinem PC. Was hast du? Eine schaukelnde Gans. Ich habe es gesehen auf TikTok, finde ich übelst witzig. Ich habe eine schaukelnde Gans jetzt in meinem PC. Was hast du? Eine schaukelnde Gans. Ich habe es gesehen auf TikTok, finde ich übelst witzig gemacht. Vor allem, die schaukelt ja die ganze Zeit wegen dem Airflow, oder? Nee, ich habe sie eingestupst. Ah, okay. Ich dachte nämlich, das wäre super geil, wenn du einen PC anmachst, dass die so ein bisschen zumindest... Das wäre auch richtig cool gewesen. Muss man den Airflow so ausrichten. Ich habe aber irgendwann letztens mal gesehen, da hat die jemand in den Lüfter also an die Lüfterblätter macht und dann macht die ja ganz halt so, aber ich will es lieber nicht an meinem PC machen. Nee, das machen wir mal nicht, das ist nicht so klug. Ich hatte sogar einmal Angst, dass ich habe einen Aufkleber auf dem Rotorblatt drauf getan aus Designgründen. Mhm. Ich hatte schon Angst, dass der Luft eine umwucht hat. Also lasst es mal lieber mit der Gans. RGB Live und Non-RGB Live, ne? Ja. Halt in der Nutshell so ungefähr. Aber sehr schön, also obwohl die Farben alle so wild sind und Rainbow-mäßig, gefällt es mir. Ja. Also Black and White Mix wieder mal. Kein Lianli 11. Hast schon mal gepunktet bei uns, glaube ich, heute. Und wie gesagt, vor allem krass 680 und 280X dahin gebaut. Das ist eine Alpenföhn Wasserkühlung mit einer Asus Plate drauf. Das heißt, okay. Ich glaube, der kam deswegen zu mir auf dem Kanal. Voll witzig. Die Gletscherwasser oder was? Ja. Mhm. Finde ich auch eine sehr schöne IO. Ja, also, Armin Weiß. Oh ja. Die ist ja so richtig clean. Sehr schön. Wunderschön. Ja. Das Case ist problematisch. Sei froh, dass du es nicht, also was heißt, sei froh, dass du es nicht genommen hast, aber guck mal, wie knapp die Grafikkarte reinpasst. Achso, das siehst war du? Das untere. Hm? So. Nee, ich meine, achso, ja, Entschuldigung. Ja, gut, hier ist es ähnlich problematisch, aber gut, das ist gar nicht egal. Aber ich hatte das da und ich hatte dann eine 3070 Strix drin und die war so viel, die hat den QL-Lüfter geküsst fast. Ja. Ach, schon hart. Also man kann sich einfach beides geben. Kein Problem, wenn man nicht weiß, ob RGB oder kein RGB.
Hast du für dich was rausgefunden am heutigen Tage? RGB oder kein RGB? Also ich bleibe noch RGB-Fan. Du bleibst RGB, okay. Aber ich habe gesehen, dass man... Kranke Sachen. Also kranke Sachen, dass es wirklich auch elegant ausschaut, clean, ne? Also macht halt auch schon einen Eindruck. Auch gerade, wenn da so richtig krasse Specs drin sind. Zum Beispiel hier von Dark Dex. Ja, echt impressive, ne? Ja. Ohne Scheiß. Ja. Wenn man weiß, was auch da drin steckt. Echt krass. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dabei wart. Dark Dex, Dominik, Glitch, Headhunter und Schnappi. Wirklich so unterschiedliche Setups, wie die nur sein könnten mit RGB und ohne RGB. Super geil. Danke dafür. Uns hat es gefreut, eure Setups zu raten. Definitiv, ja. Die neuen Setups, die bald geratet werden könnten, müsstet ihr auf dem Discord posten. Unter dein Setup haben wir die Möglichkeit, dass ihr dort direkt eure kompletten Specs und auch ein paar Fotos reinklatscht von eurem Setup und dann seid ihr vielleicht mit ein bisschen Glück bei der nächsten Folge dabei. Also, nächste Folge, schickt ein. Ciao. Tschüss.